Krummbär. Das ist jemand, der so Honig einsammelt und sich dabei immer extrem bückt. Nee. Nee, natürlich nicht. Noch ein Versuch? Krummbär. Das, irgendwas mit Schwarzfahren vielleicht? Nee, also ich erlöse dich. Mhm. Kartoffel. Ah ja, natürlich. Ja, das wäre das dritte gewesen, was ich sagen ich gesagt sagen, hätte. Wär der gleich eingefallen. Ja. Das nächste ist... Mickeblätsch. Mickeblätsch. Woher soll ich das denn wissen, was Mickeblätsch heißt? Tipp. Mückenklatsche. Super. Ja, Micke, gestimmt. Das wie Mücke. Ah, okay. Dummele. Ja, das ist klar. Das sind die Assistenten. Was? Praktikanten. Hast du gemeint Hummele? Achso, Hummele. Ich dachte Dummele. Nee, Dummele war schon richtig. Ja, ja. Das heißt Dummele, ich erlöse dich. Und das ist einfach, ich muss mich beeilen. Ich muss mich Dummele. Ah ja, okay. Und das trifft ja auch auf die Praktikanten zu. Die müssen sich auch ein bisschen ranhalten. Buddig. 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 Boah, da kommt mir gar nichts. Buddig. Unordentlich. Buddig. Buddig ist unordentlich. Ah ja, okay, wow. Mihan Palava. Mihan Palava? Palava. Palava. Ne, wir haben was zu sagen. Balava. Ich weiß es nicht. Fußpilz. Balava. Woher soll ich das wissen, was das heißt? Balava. Wir haben Stress. Ja. Oder Lärm halt. Das heißt, wenn wir uns jetzt verkloppen würden hier. Okay. Balava. Richtig, Balava. So, jetzt kommt das Letzte und dann... Mhm. Hat irgendjemand schon mal was richtig geraten? Ja. Ja? Ja. Die Susanne Bormann wahrscheinlich. Ja, hat sie. Deshalb ist die auch in der Jury. Und ja, ich du nicht. Eben nicht. Ja. Schnäges. Irgendwas zum Essen. Ein bisschen genauer. Irgendwas Backware. Süßigkeiten. Das sag ich doch. Für mich was Schnuggeliges. Ja. Yeah. Troschel. Troschel. Das ist vielleicht sowas ähnliches wie Oschel. Oschel ist sowas wie so eine blöde Kuh eigentlich. Sowas. Ist es Troschel? Nee, ganz kalt. Ah, Troschel. Vielleicht Drosselbart? Nein, also ein Vogel. Fliegt das weg? Troschel. Ne, so einfach du hast noch. Droschel. Was zu essen schmeckt. Das ist schon mal gut, was zu essen ist schon mal nah dran. Was zu trinken? Nee, was zu essen. Was zu essen? Ein Droschel. Gib mir mal ein Droschel. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich esse Droschel. Vielleicht so also was wie eine. Guck mal hier. Was ganz Gehaltvolles. Was ganz Gehaltvolles. Hier, wie heißt denn das? Ich weiß es nicht. Helf mir halt. Was ist denn? Eine Stachelbeere. Ach, eine Stachelbeere. Echt? Sowas Langweiliges wie eine Stachelbeere? Die kann man doch. Also, Droschel. 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 Sie ist Schmier. Das ist Deutsch, ja? Soll ich erfunden? Ah, ja, das ist so eine Creme Brûlée, sowas ganz, so eine Schmier-Dessert. Nein, so ähnlich. Gibt es einen Johannisbeer? Keine Ahnung. Marmelade. Also. Marmelade, Süßschmier. Ah ja, klar, jetzt weiß ich. Ja, natürlich, logisch. Ja. Strammer Max. Ja gut. Ja, aber das gibt's auch hier. Das ist aber, das haben wir auch. Was ist es denn? Strammer Max ist ein... von mir bevorzugt in der Pfanne angebratenes, geröstetes Schwarzbrot mit Spiegelei, Schinken, manchmal ist es Speck und warte mal, was ist noch dabei? Naja, das war's, glaube ich, einfach. Also das, ab dann kann jeder Koch variieren, aber das ist es so, eine Brot-Spiegelei-Angelegenheit. Das stimmt. Ach, Gott sei Dank. Mir Handy Flemm. Sowas wie Angst haben? Nee? Flimm. Ich habe keine Ahnung. Ich erlöse dich. Mir geht's gar nicht gut. Ja, eben. Flemm, wie Flennen, ne? Flemm, aber mit M. Ja, aber wenn man die Flemm hat, dann flennt man ja auch mal. Ja, das stimmt. Das kann man das ist sehr nah so beieinander. Gelten lassen.
Also würde sagen. Also die letzte hatte ich richtig, ja, also würde ich jetzt auch sagen. Einen hast du. Ne? Super. Vielen Dank. Sehr gerne.